Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tales of Berseria. Letzte Folge haben wir den letzten Auftrag abgeschlossen und mitgeteilt bekommen, dass wir jetzt diesen Priester aus Midgand als nächstes Ziel auf der Liste haben. Das heißt auf der Liste, das klingt so, unsere Mordliste. So, aber jetzt schauen wir erstmal fix, wie die Expedition gelaufen ist. Take a look at this. Ja, machen wir ja. Oh. Yay, aber Level 4. Und wir haben dreimal rätselhaftes Fleisch bekommen und 4 Brotkrumen. I knew this would be big. What a treasure. Yggdrasil-Göttinnenstatue. Diese aus dem Exfil-Meer gefischte Statue einer wunderschönen Göttin birgt eine mysteriöse Energie, die bewirkt, dass sie sich im Laufe der Zeit langsam bewegt. Okay. Okay, Yggdrasil ist ja eigentlich der Weltenbaum. Asras Meer haben wir entdeckt. Ja, dann würde ich sagen, suchen wir doch da mal nach, ne? Scoutship setting sail. Scoutship setting sail. Das ist so ein bisschen wie damals bei DuckTales. Ready to take off, Mr. McD. So, wir hören uns jetzt das Gespräch an. If nectar made from vermilion ore is so bad for your health that it was banned, why are they making it? They make it because it was banned. Huh? Just because the powers that be say a rule is for the greater good, it doesn't mean that everyone will see eye to eye with them. If Tabitha's Mabo curry was outlawed, would you really be able to never eat it again? I wouldn't like it, but if it's against the rules... Well, you'll get hungry no matter what. People want what they want. But anything forbidden is bound to be rare. And when things are rare, they become expensive. So that's why people make it. The world isn't a simple place. There's an underside to everything. An underside? Contract killers, secret weapons dealers, loan sharks that charge outrageous interest, pirates like me, the folks who offered us mooring for information, and the guild at Hellevies are all part of it. As are the people who dye chicks blue to sell them at a higher price, and the people who bet on alleyway bug fights. And they'll come to you with a smile, so you can't let your guard down if you want to stay safe. What sorts of bugs do they make fight? That's the part that got your attention. Ach, herrlich. Schön. Ach, ja. So, hier können wir nochmal mit ihr reden. High Priest Gideon will be alone at night. Rest up and talk to the tavern keep when you're ready. The Shadow Guild operates this tavern. It's been that way for generations. The red scarf is a symbol of the Bloodwing butterflies? Aye. You seem to know a lot. Show that insignia to a person in a red scarf, and they'll help you out. Okay, ja, ich würde auch gleich sagen, dass wir loslegen. Ach, hättest du doch nur den früheren Wirt kennenlernen können, meinen geliebten verstorbenen Gatten. Junge, freche Dinger hat er immer sehr gemocht. Ja, super. So, dann wollen wir doch mal schauen. Ich möchte gerne möglichst wenig Zeit verschwenden. Oben steht ein Zimmer für euch bereit. Wollt ihr euch jetzt ausruhen? Müssen wir das? Müssen wir anscheinend. Ja, dann ruhen wir uns jetzt aus. We know for a fact that Captain Eifried was on the prison island for a period of time. And it's true that Melchior took him away. However, I'm afraid that is where the trail grows cold. In any case, we can be sure that the Abbey has him captive. But what could they possibly want with him? If their aim is merely to fight piracy, they'd publicly execute him, or try to lure you out, would they not? And yet they've done neither. Total silence. I wonder... Could it be they want to get their hands on the relics some say Eifried brought back from the far continent? The relic from across the sea? Have rumors of that strange thing been going around? It's possible. There was a certain relic that the captain was curiously taken with. Kept it safe. What was it? That's our business. I'll speak no more of it. But if that's truly what they're after, I highly doubt the villa is where they're keeping him locked up. That's not where they keep their torture implements.
quite true. At any rate, I thank you for sharing what secrets you could. I wish you the best of luck on your search for more information. Wo sind wir denn jetzt? More. More. More! I'm sorry. I didn't mean to. But I'm hungry. I'm so hungry. If survival is at stake, an elder sister eating her brother before he inexorably wastes away is not outside the bounds of reason. You needn't hold back, Velvet. Eat, Lafayette. No! No! The hell with you! You and your disgusting words! What? Why? You were shouting. Be more careful around me! You know full well I'm a demon! I'm sorry. Aww. Damn! Awake or asleep, it's all one long nightmare. Smashing objects together is destruction. Smashing feelings together is life. But objects, tools, so much easier to abuse and toss aside. What does that mean? It means break time is over. Time to get to work, sweetie. Oh Mann. Arme Velvet. Good thing I showed up in time. Don't tell me you're coming too. Sojourn alongside the gloomy demon lady, and the exorcist controlling Bienfu is sure to appear. I told my own fortune, and there it was. Do your fortunes actually hold water? I've been in the castle before, you know. How useful to have Magilu along, they said in the future. Get in my way, and I'll give you the boot. It's the Viper's Nest. They're always watching. Yes, but therein lie shadows, too. Let's look for someone with a red scarf. Und natürlich vor allem Ding auch Arma Lafayette. Der hängt da so mit in der Sache drin. Hier haben wir zum Beispiel schon mal jemanden. Ich würde gerne das eine oder andere. Könnte ich auch Sachen zerlegen vielleicht? Die ganzen Bestienzähne. Zerlege ich jetzt einfach mal, dass wir damit Sachen aufwerten können. Bernsteinklinge, das hier eher. Ja, so viel mit. Mit Angriff. Ich will jetzt lieber auch ehrlich gesagt nicht zu viel machen. So Blutklinge, die würde ich gerne aufwerten. Können wir sie nochmal aufwerten? Aufwertungsbonus. Plus 20 KP Wiederherstellung bei Angriff auf betäubte Gegner. Das ist natürlich auch nice. Damit ist sie maximal aufgewertet. Schaden gegen betäubte Gegner. Und hier das Armband vielleicht noch bei ihm. Plus 10% Schaden gegen betäubte Gegner und plus 40% KP Wiederherstellung beim Stehen oder Bewegen im Kampf. Das ist natürlich auch nice. Das bringt es bei ihm. 10% Schaden gegen betäubte Gegner und Angriff. Das ist jetzt eigentlich gar nicht, das bringt jetzt gar nicht so viel bei ihm. 30% Angriff nach Verursachen von Lähmung. Das ist natürlich auch nice. So, ich würde sagen. Neuer Titel, Meisterschmied. Ich würde sagen, das reicht jetzt erstmal. Mit wem können wir hier noch reden? Komm schon, gehen wir nach Hause. Wir kriegen noch Schwierigkeiten, wenn wir die Regeln brechen. Was ist dir wichtiger, ich oder die Regeln? Wo müssen wir denn jetzt hin?
Hinten Richtung Kapelle oder wohin? So, Kupfermünze. Ich muss dringend auch mal ein paar dieser Dinge verkaufen. Ich habe die Neuigkeiten gehört. Bleib wachsam. Welche Neuigkeiten? Ich finde das ja auch interessant, dass es hier bei Nacht tatsächlich leise ist und die Musik verstummt. Auch interessant. Nein, wir haben keinen Platz im Inventar dafür. Hört zu, über mich kommt ihr nicht in die Villa. Die Person, nach der ihr sucht, findet ihr da vorne. Das sind alles Leute von der Schattengilde, tatsächlich. Das ist schon ein bisschen creepy. Dass sie sich hier alle als Wache tarnen, das ist schon krass, ne? Schaut mal hier, alle. Krass. Die da oben auch? Jawohl. Boah, ist das cool. Warte mal, da hinten müssen wir hin. Genau, da. Hier sind wir richtig. Let's see your papers. Checks out. This tunnel over here connects to the castle. It should put you inside the villa. Okay. Also ab runter in die Kanalisation. Watch your step, boy. There are giant crocodiles in those waters. Crocodiles? A croc's favorite meal is witches. All right, onward and inward. Everyone but Mogilu, tread carefully. Some assassin's crew we are. Okay. Wir sind jetzt in den Barona-Katakomben. The Bloodwings are a serious organization. I'm impressed that they know about this entrance. And they have agents on the inside to facilitate this little operation, too. They must have branches working all over the Empire. They've probably even figured out how to get cats and dogs working for them. Here's a juicy morsel about them. They make sure even their corpses go to good use. They what? Long ago, one of their agents stole into the castle. When the guards discovered him, they chased him to this very passage. He dove into the water to escape, and then... Crunch! Ah! A crocodile devoured him in one massive bite! All that remained was his arm, bobbing to the surface. From this, two important facts were learned. What were they? First, they learned of the existence of this passage. Second, they could serve crocodile meat in town. Crocodile meat rubbed with human blood becomes tender and succulent, perfect for Mabo curry. Then I ate? If it's so tasty, I'll have to try it. Rubbed with the blood of a lying witch. That would hit the spot, I think. And it wouldn't even affect our combat strength. Hey, the kid's a wreck. It was just a joke to help calm him down. It was a joke? Yeah, I totally made up that part about the crocodile. Mabo curry is actually made from man-eating catfish who... Let's keep moving. Right. I'll get you for this, witch killers! Ah, Mogilu, Mogilu, Mogilu. Hey, den Zeichnungen nachzuschließen, müsst ihr eine enge Passage durchqueren, um zur Villa zu gelangen. Bei eurer Figur bleibt vielleicht noch stecken. What the hell? Danke für die Fahndung. Velvet hat eine super Figur. Was geht denn bei dir? Okay, Schalter und Wasserläufe. Du kannst Schalter betätigen, um Wasserwege trocken zu legen und so neue Wege frei zu machen. Wenn Wasser deinen Weg blockiert, suche nach einem Schalter in der Nähe. Okay. Hey, look, the water level dropped. You don't think there are any alligators down there, do you? Ach Quatsch. Mach dir keinen Kopf, Luffy. Das hat sie doch nur erfunden. So.
Okay, das war jetzt quasi nur eine Übungstrockenlegung, um uns das Ganze mal beizubringen, um uns das zu zeigen. Wir werden jetzt diese Folge noch ein bisschen die Katakomben durchstöbern, würde ich sagen. Ich denke mal, zum Kampf wird es diese Folge wahrscheinlich nicht mehr kommen. Ja, natürlich sind hier auch Gegner unterwegs, das war ziemlich klar. Neuer Titellevel, Kind der Wildnis, okay. Da sind einige Katzgeister. Da hinten geht es irgendwohin runter. Ich würde sagen, wir gehen erstmal ab durch die Mitte. So, da hat gerade irgendwie mein Pet vibriert. Oh, ein Schleim. Du bist ja süß. Na super. Ein gefährliches Treffen. Für wen ist hier die Frage? Mit Sicherheit nicht für mich. Nimm dies. Take this. Also momentan, ja, es sind ein paar Gegner mehr. Das, da mag ich zustimmen, ja, aber ich finde die jetzt nicht irgendwie besonders schwer oder sowas. Ja gut, es gibt uns alles Erfahrungspunkte. Boah, mein Gamepad geht gerade komplett enraged. Es ist so am Wackeln. Ist das schon der letzte? Was sind das noch für rumschwebende Goblin-Köpfe hier? Das sieht echt aus wie Goblin-Köpfe. Ich habe keine Ahnung, was es wirklich ist, aber es sieht so aus. Wow, meine Güte. Ganz schön viele Gegner hier. Krass. Krass, was geht denn hier ab? Wow. Unique. Ja, das hat einiges gebracht. So, es besteht die geringe Chance, dass Gegner Ausrüstung fallen lassen, wenn sie besiegt werden. Manche behaupten, jeder Gegner lässt eine bestimmte einzigartige Ausrüstung fallen. Ausrüstungsbeutearten verbessern sich mit jedem Gegner, der im selben Kampf besiegt wird. Wenn du also wegen der Ausrüstungsbeute einen bestimmten Gegner jagst, dann hebe dir diesen Gegner bis zum Schluss auf. Gegner mit mystischen Artes zu besiegen hat allerdings einen viel größeren Einfluss auf Beuteraten. Wenn du also die Möglichkeit hast, eine größere Anzahl an Gegnern mit mystischen Artes zu besiegen, solltest du sie nutzen. Okay. Will jetzt nicht gegen noch einen... Ah, 8 Talismünzen. Ich mag jetzt ungern gegen noch einen von diesen Bobbles da kämpfen. Ich möchte lieber schauen, was wir hier unten noch haben. Dämonen im Wasserlauf. They're supposed to be protecting the people from demons, but there are demons right under their noses. Abbey security is certainly lacking here. The whole point of building those massive walls around the city is to keep people safe inside. But if there's a demon outbreak on the inside, those same walls will make it harder for everyone to escape. The palace covers a lot of ground, so there are tons of hiding places. It wouldn't be hard for a demon to slip in through the waterway. I'm sure the Abbey is aware of that. Perhaps it's a trap made to lure intruders in. What? They lure demons in and then ignore them? Something doesn't add up. I know, right? Also wirklich logisch klingt das definitiv nicht. So, ich frage mich, ob das hier der richtige Weg ist, den wir gewählt haben. Oder den ich gewählt habe. Gegen den kämpfen wir noch. Wow, 3 Stück davon. Die sehen auch nice aus. Wow. Es ist so nice, wie sie kämpft. Au. Bam. Also ganz ehrlich, wir haben so coole Begleiter. Cooler geht's doch eigentlich kaum, oder? So. Well then, let's move on. Es kann definitiv nicht schaden, noch ein bisschen Erfahrungspunkte zu bekommen, bevor wir uns dem Hohepriester Gideon stellen müssen. Das wird mit Sicherheit kein leichter Kampf.
Das klingt mir nach einem ziemlich wichtigen Auftrag und das würde eigentlich nicht dazu passen, wenn das jetzt so easy peasy mal eben gemacht wäre, oder? Was meint ihr? Oh, Schande. Eine Katzkiste. Oh, hier ist noch Wasser. Da müssen wir erstmal noch einen Hebel umlegen irgendwo. Wo kommen wir da wieder rauf? Gucken wir mal noch eben. Zehn Talismünzen. Hier ist nur eine Kiste, da kommen wir sonst nicht weiter. Gut, dann haben wir das hier schon mal abgehakt. Trank des Lebens. Das heißt, hier kommen wir schon mal nicht weiter. Das ist gut zu wissen. Dann haben wir nämlich einen Punkt schon mal, wo wir wissen, dass wir da falsch sind. Das ist in diesem Moment tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Warte, da hatte ich gesagt, komme ich nicht weiter. Hier ist der Hebel. Und da ist noch ein Schleim. So. Und hier sinkt jetzt der Wasserpegel. Mich interessiert aber, ob der hinten bei der Katzkiste auch noch gesunken ist. Das schauen wir jetzt mal noch eben. Und, jawohl. Schön, dann können wir jetzt mal gerade gucken, ob wir genug Katzgeister haben. We need to get through here while it's still nighttime. The perfect place for prognostication. Eeny, teeny, spiny crow. Which way shall we go? Mogilu. Oh, verily the icy glare of death. Boy, which way do you think is best? I... There must be a way up somewhere. Let's find it. Oh. Ein Weg nach oben. Ja, das Gespräch, das hören wir uns erst in der nächsten Folge an. Ich möchte jetzt aber... Na, du. Okay, bekommen wir irgendwas Tolles? Nimbus. Eine Brille? Miau. Lass uns mal noch eben schauen. Ist das Viech hinterhergekommen? Nein, ist es nicht. Sehr gut. Das will ich dir auch nicht geraten haben. So, Mode. Nimbus. Oh, so ein Heiligenschein. Oh mein Gott, das ist absolut perfekt für Laffyset. Oh, Laffyset hat jetzt einen Heiligenschein. Oh, es ist cute. Okay, ihr Lieben. Aber damit würde ich mich für heute von euch verabschieden. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Ich bin gespannt, wie schnell wir in der nächsten Folge den Weg nach oben finden und ob wir dann direkt mit Hohepriester Gideon konfrontiert werden oder vielmehr ihn mit uns konfrontieren. Also, ich würde mich freuen, wenn ihr auch morgen wieder mit dabei sein würdet. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!